Berlin 1936. Die Olympischen Spiele. Adolf Hitler eröffnet seine Spiele. Die Welt zu Gast in Hitlers Deutschland. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Die junge Regisseurin Leni Riefenstahl dreht über diese Spiele zwei aufwendige Filme. Riefenstahls Bilder prägen die Erinnerung an Olympia in Berlin. Schöne Körper. Hitler taucht bei Riefenstahl kaum auf. Auch Amateurfilmer aus der ganzen Welt haben die Spiele mit ihren kleinen Kameras festgehalten. Diese Bilder zeigen den Alltag der Spiele, fernab vom Pathos und Überhöhung. Die Stars von Olympia in ungewohnter Pose. Was ist das für ein Land, in dem 1936 die Welt zu Gast ist? Welche Rolle spielt Hitler während Olympia? Damals spektakulär, erstmals Farbfilm. Ungewohnte Einblicke ins olympische Dorf. Und die große Eröffnungsschau aus neuer Perspektive. Sportliche Höchstleistungen. Ein freundlicher Führer, Staat. Welche Legenden und Geheimnisse verbergen sich hinter Olympia Berlin 1936? Höhepunkt im ersten Olympiafilm Riefenstahls, der Einlauf des Fackelläufers. Bild und Musik monumental wie im antiken Rom. Unter den damaligen Zuschauern und Helfern der Eröffnungsfeier viele Amateurfilmer. Ihre persönlichen Filme verschwanden in Privatarchiven in aller Welt. Wir haben sie wieder zu einem Gesamtbild zusammengefügt. Amateurfilme zeigen das gleiche Ereignis wie im Riefenstahlfilm, aber aus anderen Perspektiven. Die Eröffnungsfeier im Amateurfilm. Anders als bei Riefenstahl, ohne monumentale Musik und ohne Naheinstellungen, wirkt sie eher banal. Riefenstahl ist an der Wirklichkeit nicht interessiert. Sie will Athleten zu Halbgöttern machen. Bei den Amateurszenen fehlt die übertriebene Inszenierung. Schließlich wird die Flammenschale entzündet, vor 100.000 Zuschauern. Die Schale wird 16 Tage lang ununterbrochen brennen. Das Schöne ist, dass diese Amateurfilmaufnahmen beweisen, dass das Inszenierung ist. Also dass schon der Lauf selber Inszenierung ist. Als Greisin erzählt Leni Riefenstahl ihre Version der Entstehung des Olympiafilms. Hitler war gar nicht erfreut, als er erfuhr, dass ich den Film machte. Ja, Hitler war an der Olympiade überhaupt nicht interessiert. Ihm hat auch das ganze Stadion nicht gefallen. Er fand das ganz viel zu klein und wenig, hat ihn architektonisch nicht gefallen. Waren Riefenstahl zufolge Hitler und sein Regime in ein Großprojekt hereingeraten, das sie eigentlich gar nicht wollten? Verdreht Riefenstahl die Geschichte? Wie kam es tatsächlich zu Olympia in Hitlers Reich?
Das Olympische Komitee hatte die Spiele schon 1931 nach Berlin vergeben. Da war Hitler noch nicht an der Macht. Noch 1932 liest man in Hitlers Parteizeitung: Neger haben auf der Olympiade nichts zu suchen. Hoffentlich wissen die verantwortlichen Männer, was ihre Pflicht ist. Die Schwarzen müssen ausgeschlossen werden. Wir erwarten es. Wie konnte ausgerechnet die offen rassistische NS-Diktatur Gastgeber internationaler Spiele sein? Was von der Schau stammt von den Nazis, was aus der Weimarer Republik? Tatsächlich hatte das heutige Olympiastadion einen Vorgängerbau, das Deutsche Stadion. Nach der sogenannten Machtergreifung 1933 erkennt Hitler seine Chance. Mit den Olympischen Spielen in Berlin kann er der ganzen Welt zeigen, was unter seiner Herrschaft innerhalb kurzer Zeit möglich ist. Das war ein Geschenk des Himmels, versehentlich sozusagen, an den NS-Staat. Das Internationale Olympische Komitee hatte die Olympiade gewissermaßen aus schlechtem Gewissen auch, um Deutschland wieder zu fördern, wieder aufzunehmen, zurückzunehmen, in den Bund der Völker nach Deutschland vergeben. Und so ist es gekommen. Und dann hat die neue deutsche Regierung, die NS-Regierung, dieses Ereignis übernommen und das daraus gemacht, was sie gerne haben wollte, ein gewaltiges propagandistisches Ereignis, das nun nicht Deutschland zurückholte in die Gemeinschaft der Völker der Welt, sondern den NS-Staat anerkannte. Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess bekennt 1936 erstaunlich freimütig: Dass die Olympischen Spiele überhaupt nach Deutschland kamen, sind so glückliche Fügungen, dass wir es nicht besser hätten einrichten können, wenn wir selbst das Schicksal zu beeinflussen gehabt hätten. Niemals wären die Olympischen Spiele nach Deutschland gelegt worden, wenn die Abstimmung über ihren Ort stattgefunden hätte, nachdem wir an der Macht waren. Hitler beauftragt noch 1933 den Star-Architekten March mit dem Bau eines kolossalen neuen Stadions. Hitler gegenüber seinem Architekten: Deutschland befindet sich in einer schwierigen und ungünstigen Lage. Deutschland muss versuchen, durch große kulturelle Leistungen die Wahrnehmung für sich zu gewinnen. Deshalb ist es günstig, dass 1936 die Olympischen Spiele stattfinden. Man muss der Welt zeigen, was Deutschland leistet. Die Bauarbeiten beginnen 1934. Hitler war zentral an den Planungen beteiligt, dieses gesamten Geländes. Das ist das eine. Das andere ist, und das weiß man heute, und damit kann man Leni Riefenstahl glänzend widerlegen, das zentrale Dokument aus der Führung des nationalsozialistischen Deutschland ist das Goebbels-Tagebuch. Und daraus weiß man einfach genau, wie das Kalkül der Führung gewesen ist und wie gerne und wie begeistert Hitler diese Gelegenheit ergriffen hat, sich zu präsentieren. Das Internationale Olympische Komitee hat Bedenken. Werden bei den Spielen in Nazi-Deutschland Juden oder Farbige diskriminiert? Seit April 1933 werden Juden in Deutschland systematisch ausgegrenzt. Primitive öffentliche Hetze in den berüchtigten Kästen der Zeitung Der Stürmer. Die Schraube des Unrechts gegen die deutschen Juden dreht sich immer schneller. 1935 die Nürnberger Rassegesetze. Eheschließungen zwischen Juden und Nichtjuden werden verboten. Mit den Nürnberger Gesetzen verlieren deutsche Juden zentrale staatsbürgerliche Rechte, auch ihr Wahlrecht. Die NSDAP-Parteiflagge mit dem Hakenkreuz wird zur Nationalflagge erklärt. Juden ist es unter Strafe verboten, diese Fahne zu hissen. Nachdem die Nationalsozialisten sagen, die Macht erobert hatten und dieses mit brutalen Methoden, die eben auch weltweit bekannt waren, natürlich eine intensive Diskussion, ob man das boykottieren sollte oder nicht. Besonders in den USA werden Stimmen laut, Olympia im deutschen Unrechtsstaat zu boykottieren. Hitlers Regime soll keine Gelegenheit bekommen, sich mit einem großen Sportfest international zu profilieren. Das Olympische Komitee der USA schickt Avery Brundage nach Berlin.
Der Sportfunktionär führt Gespräche mit Nazi-Größen und lässt sich die künftigen Wettkampfstätten zeigen. Deutsche Juden beschweren sich bei Brundage, weil sie nicht mehr Mitglied in Sportvereinen sein dürfen. Brundage dazu? In meinem Club in Chicago haben Juden ebenfalls keinen Zugang. Damit ist die Sache für ihn erledigt. Das NS-Regime hat daraufhin ja mit einer Reihe von kosmetischen Operationen und Verschleierungen reagiert. Um die Gefahr eines Boykotts der Spiele durch die USA zu verhindern, wenden die Nazis einen Trick an. Die berühmte Fechterin Helene Meyer wird nominiert. Die gebürtige Offenbacherin ist im Jargon der Nazis Halbjüdin. Sie studiert in Kalifornien Jura und soll nun 1936 für Deutschland antreten. Die NS-Führung lässt in den USA verkünden, dass eine Jüdin Mitglied in der deutschen Mannschaft sei. Diese Boykottbewegung hat sich letztlich nicht durchgesetzt. Es wurde von den Gegnern eines Boykotts argumentiert, dass die Olympischen Spiele ja eine völlig unpolitische Veranstaltung seien, mit der Politik des Gastgeberlandes nichts zu tun hätten. Und es wurde interessanterweise auch argumentiert, dass in den USA ja ebenfalls sagen, Rassenpolitik betrieben würde, wenn auch nicht gegenüber den Juden, aber doch gegenüber der schwarzen Bevölkerung. Derweil wird das Olympiastadion in Berlin in Rekordzeit erbaut. Ganz Deutschland scheint in Olympiafieber. In Bochum wird eigens eine Olympiaglocke gegossen. 1936 wird in Deutschland gewählt. Der jüdische Historiker Willi Kohn schreibt dazu: Wir Juden haben nun das erste Mal kein Wahlrecht. Vielleicht ist es gut, dass wir außerhalb stehen. Nun tragen wir auch keine Verantwortung mehr. Wir können an keinem Ausgang schuld sein. Aber auch die sogenannten Arier haben in Hitlers Diktatur keine Wahl mehr. Es gibt nur noch eine Partei mit nur einem Spitzenkandidaten. Wer nicht versteht, wie man in Hitlers Deutschland wählt, bekommt Hilfestellungen. Im Juli 1936 wird Berlin festlich geschmückt. Der Tag der Eröffnung der Spiele rückt näher. Die Ornamente der NS-Macht sollen Eindruck machen. Es war ein Schaufenster für die Welt, aber ein Schaufenster, in dem nicht das reale Nazi-Deutschland gezeigt wurde. Es wurde zum Beispiel im Vorfeld dafür gesorgt, dass antisemitische Propagandaparolen aus der Öffentlichkeit entfernt wurden. Antisemitische Hetzblätter wie der Stürmer durften in den zwei Wochen während der Olympiade nicht mehr gezeigt werden. Also es wurde ein Deutschland präsentiert, das nicht der Realität entsprach, das aber auf ein internationales Publikum abgestimmt war und dieses internationale Publikum in vielen Fällen offensichtlich durchaus beeindruckt hat. Von Juli bis August 36 kann man plötzlich wieder internationale Zeitungen kaufen. Um eine Verbindung zwischen dem klassischen Griechenland und dem neuen Hitler-Deutschland zu schaffen, erfindet ein deutscher Sportfunktionär den Fackellauf. Eine Erfindung der Neuzeit. In der Antike kannte man keinen solchen Fackellauf. Seit 1936 gehört der Fackellauf zum Repertoire von Olympia. Leni Riefenstahl macht aus der Entzündung der Fackel und dem Fackellauf nachträglich ein heroisches Ereignis. Riefenstahl hat sehr stark auf den visuellen Effekt geachtet. Und da sieht man ja, dass es mit Gegenlicht gemacht wird. Es gibt diese starken Kontraste. Es ist eine bestimmte Atmosphäre, die da hergestellt wird. Und die ist nicht vor Ort hergestellt worden, sondern das ist später inszeniert worden. Die Wirklichkeit ist banaler.
Diese Identifizierung von dem Arier und der Antike, dem griechischen Athleten, das ist ganz eindeutig die Botschaft, die dieser Film präsentiert. Huber, der deutsche Zehnkämpfer, wird als ein griechischer Athlet dargestellt. Und auch das erklärt diese Montage. Man beginnt scheinbar in der Antike und endet 1936 im Olympiastadion. Es ist eine Gleichsetzung des nationalsozialistischen Deutschlands mit der griechischen Antike, was in dem nationalsozialistischen Selbstverständnis ja durchaus drin ist. Man begreift sich ja als die Nachfolger. Aus allen Erdteilen machen sich Sportler auf nach Berlin. Favorit der Spiele, der US-Leichtathlet Jesse Owens. Im NS-Rundfunk gibt er sich siegessicher. Mr. Owens, wie viele Goldmedaillen wollen Sie eigentlich wegschleppen? So I hope to emerge with 3 victories, I hope. 3 bescheidene Goldmedaillen will Herr Owens, das genügt ja für einen einzelnen Sterbens. Dankeschön, Mr. Owens. In Berlin werden die Sportler aus aller Welt freudig begrüßt. Auch Faschisten aus Italien sind in ihren Schwarzhemden auf dem Anhalter Bahnhof salonfähig. Glamour verbreitet die US-Mannschaft. Der Olympia-Jugend-Ehrendienst der Hitlerjugend steht ausländischen Gästen zur Seite. Die Jugendlichen in weißer Uniform, designt von Willy Bogner, beherrschen mindestens eine Fremdsprache. Das nationalsozialistische Deutschland mit seinen Konzentrationslagern, mit seinen Nürnberger Gesetzen, mit seinen Gesetzen zur Zwangssterilisierung von Menschen, mit seinem Verbot der kommunistischen und der sozialdemokratischen Partei. Mit all dem wird dieses Land präsentiert als ein modernes, funktionsfähiges, eigentlich fast völlig normales Land in der Mitte der europäischen Staaten. Das Jahr 1936 und übrigens auch 1937, das sind die beiden Glanzjahre des Nationalsozialismus mit vorgespiegelter Normalität. Berlin seit dem 25. Juli 1936 im Festschmuck. Es gibt ja von Walter Benjamin den Begriff der Ästhetisierung der Politik. Und ich glaube, was er damit meint, sieht man sehr gut, wenn man sich diese Filme anschaut und die Art und Weise, wie Politik, aber auch Sport inszeniert wird durch große Aufmärsche, durch die zahlreichen Fahnen, durch die aufgereihten Menschen und Ähnliches. Ungewöhnlich und einzigartig, eine englische Amateurfilmerin filmt die Hauptstadt auf Kodachrom-Farbfilm. Unter den Linden eingetaucht in ein Meer aus Hakenkreuzen. Der Pariser Platz, diese Flaggen suggerieren Weltoffenheit und Internationalität. Berlin in Farbe 1936, das ist schon was sehr, sehr Ungewöhnliches. Das ist ja kein Verfahren, das es schon lange gibt. Und es ist ein amerikanisches Patent. Das heißt, es gibt keinen deutschen Farbfilm in der Zeit, der für Amateure zugänglich ist. Das muss man von Kodak kaufen. Das ist entsprechend teuer. Und es ist für die Schmalfilmbewegung, wie man das damals genannt hat, die Amateurfilmemacher, schon was sehr, sehr Außergewöhnliches, mit Farbe filmen zu können. Da haben die sich auch sicher überlegt, wenn ich das jetzt schon einsetze, dann muss es sich auch lohnen. Farbfilm aus deutscher Produktion wird es erst ab 1937 geben. Aquacolor.
Die Straßen Berlins, überall in- und ausländische Gäste. Dazu ungezählte Angehörige von NS-Massenorganisationen. Das Trugbild einer freundlichen Diktatur im langen, warmen Sommer 1936. Die männlichen Sportler sind im Olympischen Dorf untergebracht, eine großzügige Anlage im Westen Berlins. Eine Idylle, betrieben von der deutschen Wehrmacht. Internationale Sportler sind von den Unterbringungs- und Trainingsmöglichkeiten im Dorf begeistert. Jesse Owens ist bereits der Star, noch bevor die Spiele eröffnet sind. Im NS-Rundfunk schwärmt er vom Olympischen Dorf. Mr. Owens, wie gefällt es Ihnen im Olympischen Dorf? Well, I think the Olympic Village is one of the seven wonders of the world. Eines der sieben Weltwunder, sagte. Nun, das ist ja ein Lob, das wir uns gern anhören, wir Deutschen. Die Stimmung unter den Athleten ist bestens. Die Aufnahmen zeigen ja erstmal eine gelockerte Atmosphäre. Ich glaube auch tatsächlich, dass das so war. In gewisser Hinsicht sind das Spiele gewesen, die für die Athleten eine ganz neue Situation waren. Sie waren wahrscheinlich im schönsten Stadion der Zeit. Und sie waren in dem Olympischen Dorf in einer idyllischen Gegend gelegen. Und ja, da entsteht natürlich auch ein bestimmter Geist. Nach den Spielen wird die Wehrmacht das Olympische Dorf übernehmen. Dazu der englische Sprinter Brown. Die Deutschen waren zu Recht stolz auf das Olympische Dorf. Die Tatsache, dass dieses Dorf, wenn wir es verlassen hätten, ein Ort werden würde, an dem die Deutschen lernten, uns zu töten, erhöhte nicht gerade unsere Wertschätzung ihrer Gastfreundschaft. Was kein Sportler ahnt, sämtliche Briefe ins Olympische Dorf und heraus werden von der Gestapo kontrolliert. Findet sich in diesen Briefen nur die leiseste Kritik an Hitlers Reich, werden sie sofort vernichtet. Der schöne Schein des Dritten Reichs soll während Olympia nicht getrübt werden. Unauffällig auffällig in schwarzen Mänteln die Herren der geheimen Staatspolizei. Man muss dazu wissen, dass die Gestapo ja den Ruf hatte, eine omnipräsente Organisation gewesen zu sein, die ihre Augen und Ohren überall hatte. Faktisch war es so, dass die Gestapo vielfach schlicht davon profitierte, dass aus der Bevölkerung selber Denunziationen kamen, denen die Gestapo dann nachgegangen ist. Hitler im August 36 gegenüber einer französischen Zeitung. Ich wünsche mir sehr, dass Ihre Reisenden nicht nur zu sportlichen Ereignissen kommen, sondern dass sie auch unser Land besuchen werden. Das ganze Land. Sie können in voller Freiheit hier herumgehen und selbst sehen, dass Deutschland in Ruhe und Ordnung und in der Arbeit lebt. Sie werden unseren Aufschwung, unsere Anstrengungen, unseren Friedenswillen sehen. Das war natürlich für diese im Grunde doch provinzielle Bevölkerung, die wir in Berlin hatten, die insgesamt nie im Ausland gewesen war, die die Weltwirtschaftskrise hinter sich hatte, war das ein riesiges, freudiges Ereignis. Und natürlich hat das den Nimbus des nationalsozialistischen Staates, marxistisch gesprochen die Verankerung in der Bevölkerung, natürlich ungeheuer gestärkt. Der Boxchampion Max Schmeling erinnert sich. Ich empfinde, dass Berlin in jenen Tagen noch einmal so etwas von der einzigartigen kosmopolitischen Atmosphäre, der Heiterkeit und dem urbanen Glanz früherer Jahre zurückgewonnen hatte. Es sollte ein Abschied sein. International sind die kritischen Stimmen zu Hitlers Spielen fast verstummt.
Der Schriftsteller Heinrich Mann meldet sich aus dem Pariser Exil. Ein Regime, das sich stützt auf Zwangsarbeit und Massenversklavung. Ein Regime, das den Krieg vorbereitet und nur durch verlogene Propaganda existiert. Wie soll ein solches Regime den friedlichen Sport und freiheitliche Sportler respektieren? Dann endlich der erste Akt der NS-Olympiashow. Der 1. August 1936, der Tag der Eröffnung. 100.000 Mädchen und Jungen der Hitlerjugend im Berliner Lustgarten. Den Lustgarten, er ist erst neu aufgepflastert worden, er war vorher ein barocker Garten, so wie er heute wieder ist, eigens zu diesem Zweck, zu großen Massenveranstaltungen. Und es ist ganz klar, die Sache ist so, im Zentrum der Stadt kann sich die Hitlerjugend sozusagen an diesem Fest der Völker beteiligen, einen starken Eindruck hinterlassen. Die passen nicht alle ins Stadion, aber sie werden separat gewürdigt. Die Jugend Deutschlands darf hier ausmarschieren, hat eine besondere Rolle. Das ist das erste Mal, dass ich das als Film sehe, diese Weiheveranstaltung. Man kennt das ein bisschen aus Fotos und es ist natürlich ein immenser Block, das sind zigtausende. Und selbstverständlich geht davon ein Signal aus, wir sind unbesiegbar. Also das ist eine Macht, die wir darstellen. Wenn man das sieht, sieht man, wie wunderbar das inszeniert ist. Also das ist ja auch wieder, diese Massen sind wie ein Ornament, diese Ordnung, in der sie da anmarschieren. Und sie müssen sich in eine Choreografie und dann schließlich in ein Schaubild einpassen. Und dieses Schaubild ist genau das, was man dann als Foto kennt. Das geht um die Welt und dafür mobilisiert man halt 100.000. Das zeigt ein bisschen auch, wie nationalsozialistische Propaganda funktioniert. Der Effekt einer solchen Veranstaltung ist ja doppelt. Es ist einmal der Effekt, der durch die Bilder, die von diesem Ereignis gemacht werden, entsteht. Das ist nach außen. Und es ist der Effekt, der für die Anwesenden entsteht. Und das ist für die Hitlerjugend natürlich ein Gemeinschaftserlebnis. Und für die Delegationen der ausländischen Staaten, die dort anwesend sind, und auch für die Mitglieder des IOC, ist es Überwältigung. Der Fackelläufer auf dem Weg in Richtung Stadion. Die Kameras von Leni Riefenstahl immer dabei. Auch das Olympische Komitee macht sich auf den Weg. Es folgt der eigentliche Hauptdarsteller der Spiele. Begleitet von SS-Männern. Der Zeppelin Hindenburg erscheint über dem Stadion. Hitlers Auftritt mit dem IOC als Komparsen ist sorgsam inszeniert. Effektvoller Einzug ins Stadion durchs Marathontor. Ein ganzes Stadion vereint im Hitlergruß. Erstaunlich, gerade das pompöse Eintreffen Hitlers im Stadion fehlt bei Riefenstahl komplett. Filmamateure haben das Schauspiel festgehalten. Auch das ist ein Bühnenelement eigentlich. Und dieses Tor wird genutzt, um dann Hitler und die Vertreter des Olympischen Komitees gehen diese Treppe runter, ein bisschen wie Dieven. Da kommen jetzt die Stars, ne, die Treppe runter und damit geht es dann los. Ganz sicherlich hat Hitler in diese Architekturplanung, nachdem er das dann 1933 konnte, eingegriffen und hat solche theatralischen Momente in der Architektur zusätzlich da eingeplant. Wenn Sie so an klassische Inszenierungen der AIDA denken, also mit diesen ägyptischen Wuchtbauten, und dann kommt da so alles die Treppe runter und dann kommt der Triumphmarsch und so, das ist eigentlich Opern- bzw. Filmarchitektur, die wir hier sehen. Musik.
Hitler nimmt Platz in der Führerloge. Der Einmarsch der Nationen beginnt. Viele Sportler heben den rechten Arm, selbst die Franzosen. Es ist der ältere, olympische Gruß, dem Hitlergruß täuschend ähnlich. ...310 Sportler kommen aus den USA. Die größte Mannschaft ist die deutsche mit 348 Athleten. Die Olympiaflagge wird gehisst. Tauben fliegen. Aus Geschützen sind Salutschüsse zu hören. Das Feuer im Stadion wird entfacht. Der olympische Eid geleistet. Die Spiele sind eröffnet. Die eigentlichen Wettkämpfe aus der Perspektive von Amateurfilmern, Sportler aus der Distanz. Ganz andere Blickwinkel haben die Kameraleute von Leni Riefenstahl. Die junge Regisseurin hat ein Team von 300 Mitarbeitern und einen Millionenetat. Ihre Kameras halten das Geschehen in bislang unbekannter Perfektion hautnah fest. Mit dynamischen Szenen und flottem Schnitt, oftmals nach Musik, schreibt Riefenstahl Filmgeschichte. Manchmal kann man die Regisseurin selbst mitten im Geschehen entdecken. Sie hat mit einem sehr großen Team gearbeitet und hat sehr akribisch auch schon vorab festgelegt, was ist ein möglicher Standort. Die haben auch trainiert, wenn man so will. Sie haben ja bei Sportfesten vorher auch schon Probeaufnahmen gemacht. Und insofern ist es eine eingespielte Maschine, die da in Gang gesetzt wird. Und das führt zu diesen spektakulären Bildern. Von Anfang an Publikumsliebling Jesse Owens, umringt von Autogrammjägern. Jesse Owens, im Film von Riefenstahl dank Teleobjektiv hautnah erlebbar. Das Rennen seines Lebens läuft der Mann aus Alabama am 3. August um 16.58 Uhr über 100 Meter. 10,3 Sekunden. Weltrekord. Owens liegt schon vorn, Strandberg hinter ihm. Osenberg kämpft sich heran. Metcalf kommt. Ziel. Sieger im 100-Meter-Lauf. Jesse Owens. Später entsteht beim Weitsprung ein Foto, das um die Welt geht. Owens und der deutsche Leichtathlet Lutz Long, freundschaftlich vereint. Nach 1945 wird dieses Bild als Beweis für eine mutige Geste von Long gegenüber dem Rassisten Hitler gelten. Aber ist das die ganze Geschichte? Im Weitsprung hat sich der Kampf zu einer Entscheidung zwischen dem deutschen Lutz Long und dem schnellsten Läufer der Welt, Jesse Owens, zugespitzt. 7,87 Meter, so weit wie Owens, neuer Europarekord. Und nun noch einmal Jesse Owens. 8,06 Meter, neuer Weltrekord, Goldmedaille für Amerika. Erst kürzlich entdeckte Filme, und bei Riefenstahl nicht zu sehen, die Sportsfreunde Owens und Long unmittelbar nach dem Sprung, festgehalten aus drei Perspektiven. Beliebt die Geschichte, dass Owens bei der Qualifikation für die Sprünge massive Probleme gehabt habe. Lutz Long habe Owens Tipps gegeben, wie man am besten abspringe, und nur dank Long habe Owens die Qualifikation erreicht.
Glaubwürdig ist das nicht. Tatsächlich schafft Owens die geforderte Qualifikationsweite schon im ersten Versuch. Erst 1965 bekennt er, das Ganze frei erfunden zu haben, weil solche Geschichten die Leute gerne hören. Weniger bekannt, Bilder der Siegerehrung. Lutz Long hebt wie alle übrigen deutschen Sportler den Arm zum Hitlergruß. Bislang unbekannt, Lutz Long schildert seiner Heimatzeitung den Wettkampf. Der Führer klatscht begeistert. Ich stelle mich dankend grüßend unter meinen Führer. Und ich glaube es kaum. Er erhebt sich, grüßt mit seinem gütigen, väterlichen Lächeln zu mir herab. Als sich die Überlegenheit der Afroamerikaner abzeichnet, verkündet das Propagandaministerium von Goebbels: Der Rassestandpunkt soll in keiner Weise bei Besprechung der sportlichen Resultate Anwendung finden. Vor allem sollen die Neger nicht in ihren Empfindlichkeiten getroffen werden. Peinlich für Rassisten. Nicht arische Weiße über Menschen siegen ständig, sondern vor allem schwarze US-Athleten heimsen die Medaillen ein. Bis an ihr Lebensende behauptet Leni Riefenstahl: Hitler war überhaupt nicht interessiert und es mussten ihn alle überreden, dass er überhaupt ins Stadion kommt. Das haben sie ihm gesagt, sie müssen immer kommen, wenn die Deutschen mehr siegen. Aber er selber war gar nicht interessiert. Doch stimmt das? Tatsächlich taucht Hitler in Riefenstahls Olympiafilmen kaum auf. Filmamateure dagegen zeichnen ein ganz anderes Bild, teilweise aus nächster Nähe. Dieser Zwischentitel eines Amateurfilmers macht besonders stutzig. Ein Historiker hat inzwischen rekonstruiert, wo sich Hitler sein Leben lang Tag für Tag aufgehalten hat. Das Ergebnis für August 36: Der Diktator ließ sich keinen einzigen Tag von Olympia entgehen. Tatsächlich versucht Riefenstahl nachträglich, die Rolle Hitlers während der Spiele kleiner zu machen. Die jüdische Journalistin Bella Fromm schreibt: Der Mangel an sportsmännischem Geist bei dem ersten Manne Deutschlands fällt unangenehm auf. Er benahm sich wie ein Verrückter, wenn Deutsche, Japaner oder Finnen einen Sieg errangen. Dies ist der peinliche Beweis dafür, dass die Idee der Olympischen Spiele viel zu groß ist für sein Schmalspurhirn. Die Olympischen Spiele sind seine Schaustellung und seine Deutschen sind Übermenschen. Eine weitere Legende: Hitler habe noch vor dem Weitsprung das Stadion demonstrativ aus Protest verlassen, damit er dem schwarzen Sieger Owens nicht die Hand schütteln müsse. Doch auch das ist nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich verlässt Hitler am ersten Wettkampftag mehrfach seine Loge, um Finnen oder deutschen Siegern zu gratulieren. Das IOC schaltet sich daraufhin sofort ein und ermahnt den obersten Nazi, entweder solle er jedem Sieger öffentlich gratulieren oder keinem. Hitler zieht es vor, nur noch deutsche Sieger im Hinterzimmer seiner Privatloge zu beglückwünschen. Owens betont sein Leben lang, 1936 in Deutschland fair und freundlich behandelt worden zu sein. Missachtet fühlt er sich von US-Präsident Roosevelt. Alle weißen US-Medaillensieger werden ins Weiße Haus eingeladen, Owens nicht. Auch Helene Mayer, die Hitler als Alibi gegen den US-Boykott instrumentalisiert hatte, ist erfolgreich. Sie gewinnt Silber im Florett. Die gleichgeschaltete deutsche Presse verschweigt, dass sie eine sogenannte Halbjüdin ist. Bei der Siegerehrung zeigt sie den Hitlergruß. Der Romanist Viktor Klemperer dazu: Ich weiß nicht, wo die größere Schamlosigkeit liegt. In ihrem Auftreten als Deutsche des Dritten Reichs oder darin, dass ihre Leistung für das Dritte Reich in Anspruch genommen wird. Höhepunkt des zweiten Olympiafilms von Leni Riefenstahl: Das Turmspringen. Riefenstahl geht es nicht um Dokumentation, sondern um die Darstellung schöner, scheinbar schwereloser Körper.
Erst in der Zeitlupe erkennt man, wie Riefenstahl im Schnitt trickst. Einzelne Turmspringer stürzen aus dem Wasser zum Turm. Die Szenen sind rückwärts und umgedreht in den Film montiert. Die Bilanz der Spiele ist eindeutig. Deutschland holt 33 Goldmedaillen, 26 Mal Silber. An zweiter Stelle die USA mit 24 Mal Gold und 20 Mal Silber. Die Abschlussfeier. Filmaufnahmen von Hitler bei dieser Schlussfeier waren bislang unbekannt. Doch auch hier gelingen Filmamateuren ungewöhnliche Szenen aus ungewöhnlicher Perspektive. Sie zeigen den Personenkult um Hitler bei seinem Erscheinen im Stadion, flankiert von Himmler und seiner SS. Leni Riefenstahl hatte den Auftrag, dass das Martialische an der deutschen Staatsführung, auch die Person Hitler, zurückgenommen wird und das Fest der Völker gezeigt wird für die Außendarstellung. Die Schlussfeier bei Riefenstahl, der berühmte Lichtdom, errichtet durch Flakscheinwerfer der Wehrmacht. Auch hier trickst Riefenstahl. Lichtdom und Flammenschale sind nur Modelle im Trickstudio. Abschlussfeier und Lightshow in der Wirklichkeit, festgehalten in dunklen Originalaufnahmen, düster, fahl und ohne Pathos. Kein Lichtdom, nur einzelne Flakscheinwerfer, die in den Himmel zeigen. Die Flamme erlischt, die Spiele enden. Ein IOC-Mitglied äußert sich begeistert über Hitler während der Spiele. Bei der Begegnung mit Adolf Hitler habe ich die Nähe eines großen Mannes gefühlt. Vor allem habe ich mich in meinen hiesigen Gesprächen davon überzeugen können, dass Deutschland ehrlich bestrebt ist, gemeinsam mit England für den Weltfrieden zu arbeiten. Nach 1945 entdecken Historiker ein geheimes Zusatzdokument zum offiziellen Vierjahresplan, das Hitler ausgerechnet während der Olympischen Spiele verfasste. Er fordert darin von der deutschen Wirtschaft: Die deutsche Armee muss in 4 Jahren einsatzfähig sein. Die deutsche Wirtschaft muss in 4 Jahren kriegsfähig sein. Was damit gemeint ist, kommentiert Hermann Göring wenig später in einer Geheimsitzung. Hitlers Denkschrift gehe von dem Grundgedanken aus, dass die Auseinandersetzung mit Russland unvermeidbar ist. Hitler plant damit während der Spiele von Berlin bereits den Angriffskrieg auf die Sowjetunion. Die Fechterin Helene Meyer siedelt 1937 in die USA über und entkommt damit dem Holocaust. Lutz Long wird 1943 als Soldat im Kampf gegen US-Truppen auf Sizilien sterben. Leni Riefenstahl wird nie wieder große Dokumentarfilme drehen. Avery Brundage wird 1952 Präsident des IOC. Nach dem tödlichen Anschlag in München 1972 auf die Olympiamannschaft aus Israel erklärt er: The games must go on.